kaufen. Beim nächsten Slot geht es um unseren Lightning Talk Challenge. Lightning Talks, das ist ein Format, ein Redeformat, was ganz, ganz kurz ist. Wir haben uns für 4 Minuten entschieden. Und wir möchten das auch so gestalten, dass es ein wenig so ist, als wären wir Business Angels, die bereit sind, ein Investment zu machen. Und deshalb müssen sie uns ihre Idee so schmackhaft wie möglich machen. Wir haben diese 5 Player. Die hier sind und im Grunde genommen buhlen. Buhlen um unsere Aufmerksamkeit und um unser Investment. Und unsere Player, eben wie gesagt, sind Bernhard als erstes, dann als zweites Adrian Witwer. Entschuldigung, Bernhard wird Crowdfunding OneGovGather vorstellen. Adrian Witwer wird Kaluma Collaborative Form Editing vorstellen. Christina Sarasua wird Wikidata vorstellen. Stefanie Stalder wird ICT-Fachkräftemangel und sie fragt sich, wirklich gibt's den? Das wird sie vorstellen. Und Rolf Schaub wird noch ICT-Scouts ein Projekt vorstellen. Wir brauchen noch jemand, der die Zeit stoppt. Ich nehme mal an, das wird Matthias machen. Und dann würde ich mal schon den ersten Player auf die Bühne bitten. Das wäre dann Bernhard Bühlmann. Schon mal einen großen Applaus. Da hast du das. 4 Minuten. Ah, gut. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Gut, jetzt habe ich schon 10 Sekunden verloren. Wichtigste ist, die Stoppuhr dabei zu haben. Matthias zeigt mir auch die Zeit. Ich begrüße euch zu meinem Kurzvortrag über eines der erfolgreichsten Open-Source-Projekte in der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz. Es geht um OneGovGather. Zu meiner Person, ich bin Mitbegründer der Fortimwork AG, der Firma, die das System entwickelt, habe etwa 20 bis 30 Jahre gefühlt Erfahrung mit Open Source und war auch bei einigen Initiativen von Beginn dabei. Was ist Gather? Gather ist eigentlich ein Dokumentenmanagementsystem für die öffentliche Verwaltung. Es geht darum, Dokumente in ihrem ganzen Lebenszyklus vom Posteingang bis zum Ausgang zu verwalten und das gemäß verschiedenen Standards, die zum Teil ein bisschen langweilig sind, aber eigentlich ist es ein Grundsatz, dann eine Grundlage für jede öffentliche Verwaltung, sei es Gemeinde, Kanton oder Bund, um ihre Dokumente zu verwalten. Die Lösung sieht dann etwa so aus, ist browserbasiert, ist mit modernster Technologie umgesetzt und ist in der Lage, Millionen von Dokumenten zu verwalten. Wir haben als Beispiel hier, um unsere Tests zu machen, benutzen wir eben Wikipedia. Das heißt, wir haben ein Import-Skript geschrieben, das uns erlaubt, 1 Million Artikel aus Wikipedia in Word zu konvertieren und diese dann in unser System einzupflegen und zu schauen, ob es noch performant funktioniert. Und es funktioniert immer noch. Wie funktioniert die Weiterentwicklung und das Founding, also das Crowdfunding? Wir haben oben rechts begeisterte Benutzer. Das ist eigentlich unser wichtigstes Gut, dass die Benutzer, die die Lösung nutzen, begeistert sind. Sie nutzen diese täglich, um ihre Word-Dokumente zu erstellen in der Verwaltung und auch die Workflows abzubilden. Die Benutzer geben uns Feedback über ein Feedback-Forum. Jetzt gehen wir auf der rechten Seite durch. Im Feedback-Forum werden Verbesserungsvorschläge gemacht. Die nimmt ein Roadmap-Team auf und definiert daraus den neuen Release. Der Release wird dann mit einem Preisschild versehen und verschiedene Organisationen, sei es Gemeinde, Städte, Kantone, geben dann einen Teil ihres Budgets an diesen Release. Dieser wird dann umgesetzt vom Entwicklerteam, wird den begeisterten Benutzern zum Testen wieder eingerichtet. Die geben Daumen hoch, Daumen runter. Wenn es Daumen hoch ist, geht es dann in die Produktion und wird bei allen Kunden wieder eingespielt. Und das funktioniert jetzt sehr gut. Seit den letzten 3 Jahren haben wir pro Jahr etwa 7 neue Releases auf diese Art realisieren können. Wie ist die Verbreitung im Moment? Wir haben über 200 Installationen. Wir haben 17.000 Commits auf GitHub bereits von 25 Entwicklern und täglich nutzen die Lösung über 10.000 Benutzer in verschiedenen Kantonen. Auch in Gemeinden oder Städten wird die Lösung eingesetzt. Das wäre schon gewesen. 1 Minute habe ich noch Zeit, aber die spende ich meinem Nachredner. Vielen Dank.
Genau, herzlichen Dank. Ja, und als nächstes möchten wir gerne Adrian Witwer auf die Bühne bitten mit Kaluma Collaborative Form Editing. Adrian, ja, da bist du, hallo, super. Okay, hallo zusammen, I will do this in English, so hello everybody. I want to shortly talk to you about something you might already have encountered at your work, a process you do in paper form or even in email, maybe. For example, something like filling out a multi-paged form, hand it in, it runs through a predefined process and you wait until it gets back to you. So what are the issues with this? Well, we think it's error-prone because the form might get lost on its way. It's pretty hard to verify because the verification if all the required data is there needs to be done manually. And then if the data is there, well, how do you analyze it if it's on a paper form or in an email program? And last but not least, it's not really digitally sustainable, right? So there are solutions out there that try to solve this already. You may have looked at one or two of these solutions, but do you use them? Maybe, maybe not. We try to think about what would a solution look like that we would like to use. So we think a possible solution could be like it should be open source. It should be cloud native and scalable. It should be community driven, so a lot of opinions and different use cases get involved. And then, of course, you have no vendor lock-in, so if one company goes out of business, it can still be maintained. Also, a very important part, we think, is the developers should use the tools they love to implement and quickly use it. But without the user interface. But then again, a business user should be able to configure some parts of it with a user interface. It should use the latest web standards so it can be integrated easily into your environment, and it should be fully customizable to fit your needs. So, with all this in mind, Kaluma was born. What exactly is Kaluma? What does it provide? We think the three main points it should provide is for you a way to create a dynamically and complex form, to define a process behind it, and also, if you want to do it, to define a fine-grained permissions on the workflow or the form. Kaluma consists of two parts. One will be an API, which can be accessed by any technology, and the other part should be front-end components which you can use to easily and fast to get the front-end up and running, which you can use. So we are currently work in progress. If we got you interested, please don't hesitate to join to talk with us. We are on GitHub, so you can check out the latest code we did and what's up to come. We have, if you want to have more information, go on kaluma.io or even afterwards, after this talk, come and talk to us directly. Thank you very much. Thank you very much, Adrian. It's great to have some English as well. I think we might actually continue with the next lightning talk in English. Christina Sarasua, are you here? Yes, come to the stage. There you are. And it's going to be in English, is that correct? Yes, okay, so thank you very much. And here's your... Hi, I'm Christina, and I'm a researcher in computer science in the University of Zurich. And I'm also part of the Wikimedia movement. And I would like to talk to you about Wikidata. That is, as I call it, a dream of scientists, hackers, and also open data enthusiasts. And I say this because it's really highly valuable for all these people. But let me ask you something. How many of you enjoy developing and extending open source software?
Okay, and how many of you like or enjoy data processing, also data querying and data analysis? Okay, so probably you've encountered this situation where you have to analyze some data and you end up querying the data here, the data there, and then you have to handle all this mess of data coming from different people where entities have different names. One writes Switzerland, the other one writes Schweiz, the other one writes CH, and then it's very difficult to query, right? So imagine a technology that allows you to query the web as if it were a global data space where you can actually also retrieve text and image. So that's exactly what the technology in the web of data or semantic web or linked data, whatever you want to call it, is doing, and Wikidata is doing that. Now, I wanted to bring this vision that Jimmy Wales had around giving people free access to some of all knowledge. Actually, Wikidata is doing that, as we saw before with Catherine, and many other projects of the Wikimedia movement are also doing that. But Wikidata also gives the power to query the sum of all knowledge. So Wikidata is actually the free knowledge base that anyone can not only use, but also edit. And you can go there, you can edit live, and even you can do it anonymously. And the most valuable thing in Wikidata, as in many other Wikimedia projects, is actually the community. Because this knowledge graph or this knowledge base is actually curated, patrolled, and maintained by people. They use tools, they also develop their own bots, but still the community is supervising and also discussing everything what is going on in the data. There are more than 51 million data items, more than 18K editors, or better said, active editors, but many other people who are not so active or do it sporadically. We have a large number of edits of all Wikimedia coming from Wikidata, more than 1 billion human page views. It's super well connected to OpenStreetMap, to also via Europeana and many other data sets. And it's data fresh, it's fresh data, sorry, because actually when there are breaking news, when there are unfortunate events and disasters, people even are starting to edit, in some cases earlier in Wikidata before than in Wikipedia. And we can access all this data in web standards. So I invite you actually to browse the wiki, to edit something, to query via the query service yourself, to even code tools that actually help the editors, and also analyze the data, of course. And you can, for example, have an analysis of what's going on in the cities. And if you actually want to know how to do the federated queries that I was referring to, I really encourage you to come to our linked data experience session afterwards that we will have here at DynaCon. Thank you very much, and happy DynaCon. Thank you. Yes, Catherine just said that there was 51 million items on Wikidata already, so maybe after this afternoon we'll reach 60 million items. I don't know. The next speaker, Lightning Talk speaker and challenger, is Stefanie Stalder, heißt westlich wieder auf Deutsch mit ICT-Fachkräftemangel. Gibt das wirklich? There you are. Ready when you are. In the next 10 years, over 20,000 additional professionals in IT will be needed. But according to Berufsberatung.ch, only 800 to 900 training positions are open each year in Switzerland. So to fill that gap, we need to start thinking outside the box. I want to give you two examples how we got more or two completely different people into IT positions. My name is Stefanie Stalder, and I work for Autismus Link, a small NPO specialized in autism. So the first example I want to give you is Sandro. Sandro is one of our apprentices. He finished his apprenticeship, but failed the final exam called the IPA. Sandro is a fantastic software developer. Because of his autism, he didn't manage to hand in his project in time. So we wanted to integrate him into a normal working
environment soon. So after months of searching, we found a position for Sandro in a small software agency. There he can help with projects for clients and even repeat his final exam. The agency believes in his skills, even though he failed the exam the first time. So the second example I call Daniel. He finished an apprenticeship in administration and accounting. It's also called Kafau in Swiss German. Daniel was always bored at work, so after some time, he even stopped showing up at all. So in the MPO, we confronted him with data and database analytics just to challenge his skills. And to our surprise, he showed great interest in it. So in a short time, just in 2 years, he acquired a certificate in MTA Database Fundamentals, and we got him a job in a big telecommunications company as a ICT system manager. And next week, he actually scored a new job in the SAP and big data field. So Daniel was never trained to be an IT professional from the start, but he proved that he's actually damn good at it. So to conclude, a lot of people with autism are good working people and deserve a chance, but they don't get one. So we have the people with the right skills there, even if they don't have the perfect education or background. We have the chance to get the most skilled people in IT, and they're also the most loyal ones. They won't leave you just for more salary. So if we want them, we need to start thinking outside the box. It's all about inclusion and contribution. Sorry. So the key points here are: show some courage, be more open-minded, take the chance, take them in, be patient with your employees. And most importantly, contact us. Our project can be your project. Thank you. Super. Vielen Dank, Stefanie. Und jetzt zum Schluss noch Rolf Schaub. Das ist, glaube ich, eine kleine konkurrenzierende Idee, auch geht auch über ICT-Fachkräfte. Nein, er schüttelt den Kopf. Gut, dann beweis uns mal, worum es geht. Ja, ich fahre mit Deutsch weiter, obwohl Baseldeutsch eigentlich schon ein Fremdspruch ist in Bern. Ja, ich bin Rolf Schaub von IC Scouts und Campus. Ich habe die Idee dazu gehabt und bin mittlerweile der Geschäftsführer dieses Projekts. Ich knüpfe einfach eigentlich an meine Vorrednerin an oder umgekehrt. Wir schaffen die Pipeline von unten zu füllen. Es war vorhin die Frage, weshalb so wenig Frauen in der Schweiz bei Wikipedia Artikel schreiben. Das war auch mein Grund, weshalb ich diese Idee ins Leben gerufen habe. Ursprünglich kam meine Idee aus dem Fußball und eigentlich toll, dass ich jetzt hier in Bern bin. Der Fußball ist mittlerweile von Basel nach Bern gewandert und ich folge dem einfach. Die Fußballer, die machen das schon seit Jahrzehnten mit Erfolg. Sie suchen Talente auf den Bolzplätzen, nehmen diese in eine Talentgruppe auf und fördern diese und hoffen, dass sich irgendwann mal eine große Ablösesumme ergibt. Das Letztere werden wir nie erreichen, aber wir suchen mit ICT Scouts Talente an den Sekundarschulen. 13-jährige Knaben und Mädchen. Wir machen mit diesen einen Workshop mit einer ganzen Klasse und suchen uns dann die Kids heraus, bei denen ein Feuer brennt, bei denen irgendwas Richtung IT zeigt. Von Talent kann man mit 13 noch nicht wirklich bei den meisten reden. Diese Kids nehmen wir dann in unseren Campus auf. Der Campus ist eine Veranstaltung, die neben der Schule stattfindet, am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Jeden 14 Tage kommen die zu uns. Mittlerweile in unserem Pilot, den wir in Basel gestartet haben, 2016, besuchen 150 Kinder den Campus, darunter 50% Mädchen.
Als Vergleich, in der Informatiklehre in der Schweiz haben wir seit Jahr und Tag einen Frauenanteil von 8%. Und für mich eigentlich das Zeichen, wenn wir uns um die Mädchen kümmern und ihnen zeigen, wie spannend unser Beruf ist, wie vielseitig er ist, dann behalten wir sie auch. Dann studieren sie später nicht Psychologie oder Germanistik. Ich darf das sagen, ich habe auch Psychologie studiert. Ja, was wir jetzt machen im Moment, wir skalieren über die ganze Schweiz. Mein Ziel, meine Vision wäre es, dass wir jedes Kind in der Schweiz scouten. Denn damit finden wir die Ressource, die wir brauchen, um als Land, als kleines Land, auch wirklich das auszuschöpfen, was wir am Pool vorhanden haben. Unser nächster Campus nach Muttenz wird deshalb hier in Bern im Februar entstehen, unter einer Bedingung. Das Ganze ist nicht kostenlos. Wir brauchen die Unterstützung aller. Auf der anderen Seite, was bieten wir dafür? Wir füllen eben die Pipeline von unten. Das heißt, für die Ausbildung in der Berufslehre, für die Fachhochschulen, für die Universitäten. Wir möchten das flächendeckend machen. Wir haben Mädchen und Jungs. Wir werden in den nächsten 4 Jahren pro Jahr 2 neue Standorte eröffnen. Und wir erfüllen auch einen Teil des Lehrplan 21. Programmieren ist dort eine Kompetenz, die unsere Lehrpersonen eigentlich den Kindern mitgeben müssen. Und wir haben motivierte und talentierte Kids. Ich habe noch 19 Sekunden. Was wir benötigen, sehen Sie auf den Folien. Und was ich eigentlich möchte, ist, dass ich überall offene Türen eintreten kann und mit dieser Idee, mit der wir uns als Schweiz vorwärts bringen können, in der Zukunft und nach 2042 noch bestehen. Eine Sekunde wäre durch. Danke vielmals. Blieb kurz auf der Bühne. So, vielen Dank. Darf ich die anderen auch noch bitten, noch mal kurz zu mir auf die Bühne zu kommen, noch schnell? Ich möchte hier zuerst mal einen großen, großen Applaus für unsere Lightning Talk Challengers für alle. Herzlichen Dank, Stefanie. Herzlichen Dank, Bernhard. Herzlichen Dank, Adrian. Herzlichen Dank, Rolf. Und herzlichen Dank, Christina. Also, genau, wir wollen mal nicht so sein, wir wollen uns nicht entscheiden nur für ein Projekt oder eine Idee, weil es sind ja doch alles sehr gute, auch teilweise sehr unterschiedliche Projekte und deshalb, die haben auch leider nicht wahnsinnig viel Geld übrig, können wir kein Investment machen, aber wir haben doch kleine Schokoladensackmesser, die geben Energie und sind ein Werkzeug, ein Tool, vielleicht das Rüstzeug für den weiteren Erfolg eures Projekts. Vielen Dank fürs Mitmachen auch.